Es muss sich gleich jeder ein Instrument schnappen und ihr habt dann erstmal, ich sag mal, 2 Minuten Zeit, mit dem Instrument auszuprobieren und zu gucken, was man damit für Klänge erzeugen kann. Also, wenn ihr zum Beispiel ein klassisches Instrument habt, eine Geige zum Beispiel, dann kann man darauf, ne, wie man das kennt, ganz klassisch Geige spielen. Man kann aber vielleicht auch noch ganz andere Geräusche damit machen. Nehmt euch gleich wirklich die Zeit, auszuprobieren, was man alles für Klänge aus dem Instrument rausholen kann. Und dann am Ende würde ich euch bitten, euch für 2 Klänge zu entscheiden. Und zwar brauchen wir einen statischen Klang und wir brauchen einen bewegten Klang. Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Ich habe jetzt ganz was Einfaches. Ich habe jetzt hier so eine Rassel-Orange. Ich kann versuchen, einen Klang zu machen, der ganz, ganz gleichbleibend ist, quasi statisch. So könnte das klingen. Der ändert sich so gut wie nicht. Oder ich kann sowas machen. Das ist bewegter, ne? Das ist ein bewegter Klang, der verändert sich. Aber wichtig ist, dass beide Klänge, dass es beides Klänge sind, die ihr sehr, sehr lange aushalten könnt. Also sowas ist blöd, weil das ist kurz vorbei. Also ihr braucht 2 Klänge, die ihr lange, richtig lange aushalten könnt. Ein statischer, ein bewegter. Für die nächste Übung ist es wichtig, dass wir bei unseren Klängen genau bestimmen können, wann sie anfangen und wann sie enden. Das Anfangen ist, glaube ich, kein Problem. Es gibt so ein paar Klänge, wo man nicht genau so bestimmen kann, wann sie aufhören. Da gab es ein paar Perkussionsinstrumente, wo man den Klang vielleicht etwas verlängern könnte. Habt ihr eine Idee? Du zum Beispiel mit dem Tambourin? Wenn ich so rhythmisch und einfach mal so große Bewegungen. Ruhig mit den Fingernägeln auch, obwohl ich, ne? Zum Beispiel. Ja? Super. Zum Beispiel, ja. Ich glaube, jeder hat einen Klang gefunden. Wir machen jetzt Folgendes. Und zwar achten wir darauf, dass wir die Klänge nahtlos weitergeben. Das heißt, es soll keine Pausen dazwischen geben und es soll möglichst auch keine Überschneidungen geben. Das heißt, wenn ich mit meinem Klang aufhöre, fängt mein Nachbar an. Sollen wir es gerade mal probieren, ob wir es hinbekommen? Hört ihr mal zu, wir probieren es mal. Ja, ich merke, man muss so ein bisschen sich an, man darf ja nicht kommunizieren, man kann ja nicht sprechen, aber man kann sich so ein bisschen angucken und sich einigen, wann der Übergang zwischen den Klängen ist. Okay, wir machen es nochmal und jetzt geben wir es einmal ganz im Kreis rum. Wie hat es funktioniert? Was sagt ihr? Beim ersten Mal nicht so gut, beim zweiten Mal hat es besser geklappt, aber manchmal wusste man nicht, wenn einer einen angeguckt hat, aber das Instrument zum Beispiel bei so längeren Tönen, wie zum Beispiel jetzt bei dieser Glocke, da wusste man nicht, wann man schon anfangen sollte, die Kamera so vor. Gut, aber jetzt wissen wir, was die Schwierigkeit ist. Wir versuchen es jetzt ein zweites Mal, und zwar dieses Mal mit den vibrierenden Klängen, mit den bewegten Klängen. Wir machen es jetzt ein klein bisschen schwieriger. Gleiches Prinzip, es geht im Kreis herum und wir beginnen mit dem statischen Klang und zur Mitte hin wird es immer bewegter. In der Mitte ist es also ganz bewegt und dann zum Ende hin wird es wieder immer ruhiger, immer statischer. Also eine kleine Entwicklung. Noch ein kleines Angebot. Ich würde sagen, 5 Leute, die Lust haben, können
Publikum sein und die würde ich einladen, sich hier in die Mitte zu setzen, Augen zu schließen und mal darauf zu achten, wie das klingt, wenn der Klang um einen herum kreist. Ich fand es eigentlich auch ganz gut. Was mir aufgefallen ist, ich saß ja neben dem Tim und als ich gerade dann die Augen geschlossen hatte, hat sich das Musikinstrument von immer irgendwie viel lauter angehört. Es ändert sich auch noch mal was, wenn man wirklich die Augen zu hat. Ne? Man ist plötzlich, man hört die Sachen plötzlich viel besser. Auch diese Raumbewegung kann man plötzlich viel besser nachvollziehen. Wir sortieren uns jetzt auch, also wir werden uns wieder in den Kreis setzen, aber so sortiert, dass alle Stimmgruppen beieinander sind. Das heißt, Gitarren zum Beispiel zusammen, alles was so Rassel-, Schüttelsachen sind zusammen, diese Metallspiele zusammen. Wir haben jetzt drei verschiedene Klänge zur Auswahl, die jeder von euch spielen kann. Und zwar das statische Geräusch, den statischen Klang, den hatten wir schon. Als zweites den bewegten Klang, den hatten wir auch schon. Und als drittes einen mosaikartigen Klang. Darüber hatten wir auch schon gesprochen und wir hatten es auch schon ausprobiert. Mosaikartiger Klang, ich glaube, das muss jetzt jede Gruppe gleich mal kurz ausprobieren, wie das funktionieren kann bei euch. Ihr wisst noch, was das Prinzip war? Also spielen nicht alle gleichzeitig, sondern man spielt so versetzt und es ergibt sich dann insgesamt so eine Struktur, die ein bisschen an eine Mosaik erinnert. Gut, wir lassen die Einteilungen so und ich habe drei Zettel vorbereitet, drei Symbole. Ich glaube, hier ist relativ klar, welches das wohl sein könnte. Welcher Klang ist das? Ja, der lange statische Klang. Dann haben wir dieses. Das ist der bewegte Klang. Und über das dritte haben wir schon gesprochen. Das ist der mosaikartige Klang. Wir versuchen es gleich mit drei Dirigenten gleichzeitig. Da kriegt jeder Dirigent eins dieser Blätter und dirigiert genau eine bestimmte dirigiert genau einen bestimmten Klang. Das Sortieren der Spieler nach Instrumentengruppen und die Beschränkung auf drei verschiedene Arten von Klängen helfen dabei, die klanglichen Möglichkeiten zu strukturieren und zu klaren musikalischen Verläufen zu finden. Eine Gruppe gemeinsam mit zwei weiteren Dirigenten anzuleiten, ist dennoch eine höchst komplexe Aufgabe. Einfacher wird es, wenn jeweils ein Dirigent für eine Instrumentengruppe zuständig ist. Auch andere Aufteilungen zwischen den Dirigenten sind denkbar. So kann beispielsweise ein Dirigent für die Einsätze, ein zweiter für die Lautstärke und ein dritter für die Pausen zuständig sein. Beim Dirigieren entwickeln die Teilnehmer Ideen, auf die sie bei der anschließenden Kompositionsaufgabe zurückgreifen können.